Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Thema Selbstheilung mit dem Dr. Mama System. Ja, gleich vorab, das ist immer wichtig, wenn es ums Thema Selbstheilung geht. Wenn es tatsächlich schwerwiegende Symptome gibt oder Symptome, mit denen ihr nicht zurechtkommt oder wo ihr nicht genau wisst, was ist es, dann ist der Weg zum Arzt nie verkehrt. Ja, es ist also immer wichtig, einen Arzt zu konsultieren oder einen Therapeuten, der sich fachlich gut auskennt, um zu schauen, was habe ich da. Aber es gibt eben ganz häufig den Fall, erstens, es sind nur kleine Zipperlein oder es sind Symptome, die nicht so schlimm sind, mit denen ich noch nicht zum Arzt gehen möchte. Oder, das ist der schlimmere Fall, der Arzt zieht die Schulter nach oben und sagt, ja, es ist angeboren, da müssen Sie jetzt mit leben. Also er weiß vielleicht nicht weiter. Das sind zwei Situationen, wo ich in die Lage geworfen werde und sage, eigentlich möchte ich mir selber helfen. Ich möchte nicht wegen jedem Pups zum Arzt. Oder, toll, jetzt habe ich hier ein Symptom und keiner kann mir damit helfen. In diesen beiden Fällen passieren bei uns selber, bei mir auch, ich kenne das, in diesen Fällen passieren bei uns drei Reaktionen. Die erste Reaktion ist entweder eine Resignation, was hingehen kann bis zur Depression. Das heißt, ich finde mich ab mit meiner Situation. Ich finde mich damit ab, dass ich chronische Kopfschmerzen haben werde für immer in meinem Leben. Ich finde mich damit ab, dass ich für immer Bauchschmerzen haben werde oder für immer irgendwelche Gelenkschmerzen haben werde oder für immer allergisch auf irgendwelche Lebensmittel bin. Ich finde mich damit ab und leide dann und lebe mit diesem Leiden den Rest meiner Zeit. Das ist die eine Reaktion, die sehr, sehr häufig passiert, wo dann nur noch Symptome gelindert werden, Schmerzen mit Schmerzmitteln und Reaktionen vom Immunsystem mit Cortison oder mit anderen Dingen, wo also nur noch symptomatisch irgendwie der Deckel runtergehalten wird. Und das hat natürlich zur Folge, dass oft Nebenwirkungen der Medikamente dann noch mehr Systeme schädigen und ich am Ende eine riesen Pillenpackung habe mit 4, 5, 6 verschiedenen Tabletten, die ich nehmen muss und gar nicht mehr mich bewegen kann richtig und wie auch immer am Leben teilhaben kann. Das ist Reaktion 1, ja, Vogelstraußkopf in den Sand. Reaktion Nummer 2, wenn ich von den Ärzten rauskomme und höre, ja, es tut mir leid, Ihnen kann ich nicht helfen, dann ist die zweite Reaktion häufig der Gang zum Therapeuten oder Heilpraktiker, also zu einem alternativ denkenden Mediziner, mit der Hoffnung, dass der durch einen ganzheitlichen Blick vielleicht doch irgendwie noch was findet. Diese Reaktion ist klug, diese Reaktion ist sinnvoll. Und diese Reaktion führt aber meistens dazu, dass der Geldbeutel leer wird und häufig tatsächlich doch nicht geholfen wird, weil es einfach fast nicht überschaubar ist, wer kann jetzt was? Wie gut ist jetzt der einzelne Therapeut oder Heilpraktiker und kann der mir wirklich mit meinem Symptom oder mit meinem Bereich helfen? Wir hier in der Praxis haben bestimmte Methoden, mit denen wir da arbeiten, kommen wir gleich noch drauf, wo wir das relativ gut sichern können und die mit diesen Methoden arbeiten, zum Glück auch viele Therapeuten, aber eben nicht alle. Also das heißt, diese zweite Reaktion ist schon mal viel besser als die erste, aber es kann dazu führen, dass mir trotzdem nicht zu Ende geholfen wird und unter Umständen ich wirklich viel Geld lasse, um dann einfach nach 1 oder 2 Jahren Behandlungszeit festzustellen, hat mich irgendwie nicht weitergebracht. Und dann kommen wir zur dritten Reaktion. Die dritte Reaktion, das ist die, die wahrscheinlich viele von uns so auch vielleicht als erste Reaktion zeigen. Ja, also die dritte Reaktion bedeutet, ich informiere mich selber. Das heißt, ich gucke im Internet in irgendwelchen Suchmaschinen nach, ich gehe in die Buchläden, hole mir Bücher oder bestelle mir Bücher, ich schaue in sozialen Medien nach, in den Foren und versuche irgendwie da an Informationen zu kommen. Ja, und das ist das große Problem, denn wenn man damit anfängt, hat man keinen Therapeuten mehr an der Seite, der einen irgendwie begleitet. Und es gibt wahnsinnig viele verschiedene Ideen, was man so alles machen kann. Das heißt, ich sehe das häufig, ich verfolge das häufig in Facebook-Gruppen zum Beispiel, wenn es dann heißt, in irgendwelchen Gesundheitsgruppen, ich habe chronische Kopfschmerzen, Hilfe, was kann ich denn tun? Dann muss man nicht lange warten, es dauert dann so 1 bis 2 Tage und es stehen 120 verschiedene Antworten dort, die teilweise in irgendwelchen Diskussionen sich auch verlieren, mit wirklich 120 verschiedenen Ratschlägen. Also das fängt dann an von irgendwie nehm Kurkuma über, ja mach doch mal Schwefel von Dr. Probst oder mach eine Entgiftung oder nimm doch mal Mittel X oder Mittel Y oder mach dies oder das oder jenes und dies und das hat mir geholfen und dies und das und jenes. Und am Ende weiß ich gar nichts mehr. Ich kann schlecht 100 Mittel kaufen und die alle probieren. Ich kann auch nicht irgendwie 20 verschiedene Methoden machen. Das ist alles irgendwie dann doch nicht so hilfreich. In der Hoffnung, ich kriege die eine Antwort, kriege ich plötzlich 100 verschiedene Antworten.
Und das ist genau das Dilemma mit unserem Informationszeitalter. Es liegen alle Informationen offen, aber was ist für mich denn wichtig? Was brauche ich? Und genau an dieser Stelle kommen wir. Genau an dieser Stelle haben wir eine Methode entwickelt, mit der das geht. Stell dir einmal vor, du hast eine Methode, mit der du testen kannst, was in dem Moment für den Körper sinnvoll ist oder richtig. Was du für Nährstoff brauchst oder welchen nicht. Welche Methode für dich sinnvoll ist oder welche nicht. Worauf du allergisch reagierst und worauf nicht. Also überleg dir einmal, es gäbe die Möglichkeit, sowas zu prüfen. Das wäre doch großartig. Das würde doch in dem Moment, würde das doch ganz viele Probleme lösen. Und diese Möglichkeit besteht. Denn wir haben ein autonomes Nervensystem. Dieses Nervensystem arbeitet im Hintergrund im Körper. Autonom bedeutet, arbeitet alleine. Das heißt, das regelt, dass ich einatme und ausatme, dass mein Darm arbeitet. Das regelt, wie meine Hormone gebildet werden, wie meine Muskeln sich regenerieren, ob meine Zellen sich neu bilden oder nicht. Also das regelt all die ganzen Dinge im Hintergrund. Es ist quasi verknüpft mit unserem Gesundheitswissen. Und dieses autonome Nervensystem, wenn man das jetzt befragen könnte, wenn man jetzt das autonome Nervensystem in irgendeiner Form fragen könnte, du, weißt du, was mir jetzt da gerade bei den Schmerzen in meinem Bauch gut tut? Das wäre doch großartig. Und genau das geht. Genau das funktioniert. Es gibt unterschiedlichste Methoden mittlerweile, mit denen man das testen kann, das autonome Nervensystem und seine Reaktionen. Es gibt ein paar wenige, die funktionieren auch richtig gut. Die Ausbildung dahin ist häufig langwierig und häufig schwierig. Und wir nutzen die Methode, mit der wir die beste Erfahrung machen durften. Das ist die Methode von Dr. Klinghardt. Das ist die autonome Regulationsdiagnostik, wo man eben genau schaut, wie reguliert das autonome Nervensystem und was hilft, um die Regulation zu verbessern. Wir haben das runtergebrochen auf ein Wissen für den Laien. Das heißt, wir haben daraus ein System entwickelt, das Dr. Mama-System bzw. die Dr. Mama-Testung, sodass man das als Laie verstehen kann, dass man nicht das komplette Therapeutenspektrum lernen braucht, sondern wirklich nur die Dinge, die tatsächlich für den Einzelgebrauch, für den Privatgebrauch wichtig sind. Damit kannst du dich, vielleicht deine Kinder, deinen Partner im Kleinen helfen, Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und ihr könnt austesten lernen, was benötigt wird. Das ist ein Teil des Dr. Mama-Systems. Der andere Teil ist einfach ein riesengroßer Bereich an Wissen. Und zwar geht es eben genau um diese Grundursachen für 80-90% der meisten Krankheiten. Wenn man das mal beobachtet, da gab es auch allerlei Studien schon zu, kann man die meisten Krankheiten, unter denen wir leiden, irgendwann einmal runterbrechen auf bestimmte fixe Ursachen. Das sind im Grunde roundabout 6 bis 7 Ursachen. Ja, das sind Vergiftungen, Ernährungsmängel, ungelöste seelische Themen, Störfelder am Körper, irgendwelche Reaktionen, allergische Reaktionen, bestimmte chronische Infektionen, strukturelle Themen. Also diese Dinge sind die Grundursachen. Und die Grundursachen, die kann man behandeln. Und da gibt es eben tolle Protokolle, wie man das machen kann. Und auch das gibt es dann im Dr. Mama-System. Das ist unsere gesammelte Erfahrung, die wir jetzt über viele Jahre Praxis haben. Und wir haben das kreiert, damit du lernen kannst, wie du dir und deiner Familie helfen kannst. Ja, wir haben das für viele Familien schon gemacht. Wir haben schon vielen gezeigt, wie das funktioniert. Und es hat echt tolle Erfolge. Dennoch ist immer wieder wichtig, und das meine ich tatsächlich ganz, ganz ehrlich, wenn ihr nicht mit sowas nicht weiterkommt, wenn ihr mit eurer Selbsthilfe nicht weiterkommt, dann ist der Weg zum Arzt oder zu einem Therapeuten unabdingbar, dass jemand auch mithilft und schaut. Und ihr könnt das auch kombinieren. Also es heißt nicht, dass ihr nie wieder zu einem Arzt gehen sollt, sondern zu einer Diagnostik könnt ihr hingehen, ihr könnt euch Behandlungsvorschläge anhören und habt dann aber die Möglichkeit, das zu testen mit dem Dr. Mama-System, um zu prüfen, ist das jetzt für mich was oder dies oder jenes. Ja, genauso, wenn ihr euch mehrere Meinungen von verschiedenen Therapeuten einholt, könnt ihr selber auch nochmal nachtesten, wem wollt ihr jetzt folgen, welchem Protokoll wollt ihr jetzt folgen. Das gibt euch quasi eine Eigenmacht in die Hand, eine Eigenkraft in die Hand, in der ihr euch selber einigermaßen gut durch das Thema Gesundheit und Krankheit jonglieren könnt. Großartig, ich möchte das nie wieder missen. Ich, für mich, meine Familie, das ist so viel wert, einfach selber zu wissen, ah ja, jetzt brauchen wir dies oder jetzt brauchen wir jenes. Das ist ein unglaublicher Wissensschatz. Und überlegt euch, was ihr oder wie viel Geld ihr spart, wenn ihr nicht mehr ständig über Jahre hinweg zu irgendwelchen Therapeuten geht, um Sachen austesten oder prüfen zu lassen. Ihr könnt das alles selber machen. Wir haben dafür, damit ihr das lernen könnt, haben wir ein Webinar gemacht. Dieses Webinar ist unten mit verlinkt.
Wir werden es auch hier oben verlinken. Dieses Webinar, bitte macht damit, schaut es euch an. Ihr kriegt dort alle Facts und Infos zum Dr. Mama System, was ihr braucht, damit ihr damit loslegen könnt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ich euch im Webinar begrüßen kann. In dem Sinne, alles Grüße, Gute von mir und von der Praxis Family. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, drückt auf Abonnieren. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.